Frau Dröge, ich möchte dieses Interview mit einem Gedicht beginnen, das ich auf Ihrer Homepage gefunden habe. Nach dem Begräbnis erster Klasse hockt ein Gespenst auf der Terrasse. Es runzelt seine Feinstoffstirn und denkt, ich denke ohne Hirn. Einst war ich braun, dann war ich rot und plötzlich war ich mausetot. Man trug mich feierlich zu Grabe und teilte meine letzte Habe. Da beobachtet also jemand, ein Mensch ohne Körper und damit ohne Gehirn, aber doch denkend, überlegend, die irdische Szenerie nach seinem Tod. Das Gedicht stammt von Professor Dr. Ernst Zenkowski, dem 2015 verstorbenen Jenseitsforscher, mit dem sie offenbar einiges verbindet. Teilen Sie seine Ansicht? Gibt es ein bewusstes Leben nach dem körperlichen Tod? Ich würde sagen, ja, es gibt schon ein bewusstes Leben. Und wenn man aus dem Jenseits, ob es auf medialem Wege ist oder auf anderem Wege, die Botschaft bekommt, wir können denken und können sprechen und sagt dann, ja, die haben ja kein Gehirn, wie geht das? Dann muss man einfach, glaube ich, verstehen, dass das ein anderes Bewusstsein ist, viele verschiedene Ebenen, die da sind, die, zu denen wir so im normalen Alltags- oder Wachbewusstsein keinen Zugang haben. Und ich denke schon, dass es weitergeht, wie auch immer. Sie sind als Sterbebegleiterin und Hospizmitarbeiterin tätig. Welche Erlebnisse hatten Sie denn selbst, die Sie von einem Leben nach dem Tod überzeugt haben? Ja, das ging eigentlich in der frühesten Kindheit los. Als ich 3,5 Jahre alt war, starb meine Mutter. Die hat sich das Leben genommen. Und das ist für ein 3-jähriges Kind allgemein gesprochen, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, wenn die Mutter nicht mehr da ist. Aber sie war für mich doch da. Sie war also nicht weg. Ich habe sie dann nach einiger Zeit, habe ich in meinem Raum einen Schatten gesehen. Und wie man so als Kind, man fragt, Kinder fragen viel, und habe ich immer gedacht, so, und jetzt fragst du diesen Schatten, wer ist das? Dann habe ich gefragt, wer bist du? Und dann hörte ich so die Stimme Mama. Ich denke, okay, sie kann nicht weg sein. Und später kam dann auch, da war ich so 5 vielleicht, kam dann auch eine Kommunikation zustande mit meiner Mutter, wie auch immer man das jetzt interpretiert, aber ich habe bis heute existiert das. Und als ich klein war im Kindergarten, so mit 6 Jahren, wurden wir gefragt, was wolltet ihr mal werden, wenn ihr groß seid? Und die Jungs wollten Pilot werden, Feuerwehrmann, und die Mädchen Ballerina und Krankenschwester. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich sage später einmal, dass es den Tod nicht gibt. Nicht missionarisch, aber, und das mache ich bis heute, mehr ist das eigentlich gar nicht. Und das macht die Hospizarbeit aus. Sie beschäftigen sich auch sehr intensiv mit dem Phänomen der Sterbebettvisionen und arbeiten diesbezüglich auch mit Professor Haraldsson zusammen. Wie kam es denn dazu und zu welchen Ergebnissen hat Ihre Arbeit geführt? Die Zusammenarbeit mit Professor Dr. Erlandur Haraldsson kam übers Internet. Ich fragte ihn, ob er Professor Dr. Zenkowski kennt, weil Haraldsson auch in Deutschland studiert hat und auch zu Deutschland einen Bezug hat. Und da kam eine kurze Antwort, wie das bei Wissenschaftlern oft üblich ist, ja, von einem Kongress. Mehr war da gar nicht. Und dann habe ich ihm von meiner Arbeit berichtet und dass ich auch Visionen bei Sterbenden wahrnehme. Und ich kannte auch sein Buch, das ist sein erstes Buch über dieses Thema. Und dann habe ich dort angeknüpft und so kam eine Zusammenarbeit zustande. Und diese Sterbebettvisionen, die werden in Deutschland immer noch, die sind immer noch sehr unbekannt. Gerade auch in der Schulmedizin wird das oft als Halluzination, Nebenwirkung, Medikamente und so weiter, wird das abgetan. Und wenn man dann mal die Gelegenheit hätte oder hat, ein Medikament, was ein Sterbender bekommt, vielleicht für 24 Stunden abzusetzen und ihn dann fragt, sehen Sie immer noch diese Dinge, die da ja eigentlich nicht sind? Und er sagt, ja, jetzt sehe ich sie noch viel besser. Ist vorgekommen, das ist ein Beispiel. Dann würde ich sagen, das ist Realität. Das ist, man könnte auch sagen, die sind mit einem Bein schon drüben und haben da offensichtlich Antennen. Man kann das auch mit einem Radio vergleichen, haben irgendwie einen anderen Sender eingestellt und das Jenseits kann das empfangen oder umgedreht, das weiß man nicht so genau. Und diese Sterbebettvisionen sind alles andere als beängstigend. Es ist oft so, dass ein Verstorbener dem Sterbenden das Gefühl gibt, ich hol dich ab, wenn es soweit ist. Ich begleite dich in die andere Welt, so wird gesagt. Und man hat in der Studie, die Erlandur Haraldsson und Kallis Oses in den 70ern gemacht haben, da entstand der Begriff Take-away Cases. Also wegholen oder abholen, die Fälle, wo jemand abgeholt wird. Und wenn jemand diese Vision hat,
die meisten sterben dann wirklich sehr friedvoll fast schon. Das ist sehr beeindruckend, was das bringt. Und wenn die Angehörigen dann sagen, ja, das ist totaler Unsinn, aber oft wird dann doch verstanden, dass es hat demjenigen geholfen. Da können die anderen sozusagen meinen, was sie wollen, es hat geholfen. Und es ist existent und es ist real. Können Sie einen konkreten Fall aus Ihrer Praxis schildern, wo eine Sterbebettvision dem betroffenen Patienten auf seinem Weg geholfen hat? Ja, da gibt es einige eindrückliche Beispiele. Eins fällt mir ein, dieser Herr hatte Besuch gehabt von seiner Familie. Und in diesem Zimmer, in dem er diesen Besuch hatte, standen noch die Stühle. Es waren 5 oder 6 Stühle. Und ich hatte mich vorher schon mit ihm verabredet, wenn der Besuch weg ist, dann würde man mir Bescheid sagen und dann könnte ich ihn auch noch mal besuchen. Und ich bin dann in das Zimmer und er sagt so zu mir, er bat mir einen Stuhl an und sagte, Sie können sich gerne setzen, aber setzen Sie sich nicht auf den da und zeigte auf einen bestimmten Stuhl. Und wer das nun von uns gesagt hat, das kriege ich immer nicht zusammen. Es fehlt jedenfalls das Wort, nein, da sitzt schon jemand. So, also kein Mensch, so wie wir, kein irdisches Wesen, sondern von drüben, von wer weiß wo, aus anderen Bereichen war da jemand. Und dieser Mann war so erstaunt und brach fast in Tränen aus. Er fing an zu weinen und sagte, endlich mal jemand, der das wahrnimmt. Endlich mal jemand, der das wahrnimmt. Und dann haben wir eine Kommunikation geführt zu dritt. Das kann man wirklich so nennen. Also es war, wer das im Einzelnen war, das habe ich nicht behalten. Sagen wir mal, es war die Großmutter oder die Großtante oder eine weibliche Person. Und im Nachhinein war noch ein zweites Phänomen. Ich hatte oft genau auf diesem Stuhl, als ich reinkam, einen roten Schatten wahrgenommen und habe noch gedacht, naja, das ist vielleicht das Sonnenlicht oder irgendetwas blendet. Das haben wir hinterher genau nachgeschaut. Da war nichts, was blendet und was einen roten Schatten wirft. Und dieser Herr, der im Sterben lag oder kurz davor, der sagte, ja, meine Großmutter oder Großtante hatte eine rote Handtasche. Jetzt kann man sagen, gut, ist alles Zufall. Aber wenn man Ich mache das schon einige Jahre, seit 2005, wenn sich immer wieder solche Fälle zeigen und es fügt sich dann einfach, dann kann man nicht mehr von Zufall sprechen in dem Sinne. Es fällt einem zu, aber der Zufall an sich, so wie wir ihn verstehen, ist das bestimmt nicht. Und der ist dann ganz ruhig verstorben. Er sagte so, und jetzt weiß ich, die wartet auf der anderen Seite und sie war auch hier, um mich abzuholen. Und ja, es war sehr eindrücklich. Ist dieses Thema Sterbebettvisionen im Kreis der Hospizhelfer etwas, was allgemein immer wieder thematisiert wird? Oder sind Sie da jemand mit Ihrem Interesse an diesen Vorgängen eher ein Sonderfall? Ja, eher so ein Exot, ne? Eher so ein Sonderfall. Also wenn man so vor 5, 6 Jahren davon berichtet hat, vielleicht mal in Zusammenkünften mit Hospizlern oder auch mit Vorständen oder anderen Vereinen, fremden Vereinen, dann wurde man immer gleich so ein bisschen abgetan, weil man, dann hieß es, ja, das ist ja ein paranormales Phänomen, das gehört nicht in die Hospizarbeit und das wollen wir hier nicht und so. Inzwischen ist das ein bisschen aufgelockert, weil man verstanden hat, weil man dabei ist zu verstehen, dass das Inhalt des Sterbeprozesses ist. Man kann das nicht einfach wegreden. Und mit Halluzinationen kommt man auch nicht weiter. Es gibt genug Beispiele, Studien noch nicht, aber genug Beispiele, die wirklich belegen in verschiedenen, auf verschiedenen Palliativstationen und Hospizen, wo es dann heißt, ja, wir probieren das aus, wir setzen das Medikament ab und schauen dann, ob derjenige dann immer noch was hört und was sieht, was da eigentlich gar nicht sein, was eigentlich nicht sein kann. Also man hat Beweise genug, aber es reicht noch nicht. Was man natürlich hat, man hat diese große Studie, die Ende der 70er Jahre im englischsprachigen Raum veröffentlicht wurde und auch in 14 Sprachen veröffentlicht wurde, At the Hour of Death heißt dieses Buch und auf Deutsch dann Der Tod, ein neuer Anfang. Da ist bis heute die größte Studie über Sterbebettvisionen drin und die ist sehr aussagekräftig und auch fast schon zeitlos. Denn die hat es immer schon gegeben. Es gab immer schon Sterbebettvisionen in der Antike, bei den Schamanen. Es ist keine Erfindung der Neuzeit. Man denkt immer, oh, das ist ja was ganz Neues. Nein. Wie oft kommen solche Sterbebettvisionen nach Ihrer Erfahrung vor? Vielleicht 80% der Sterbenden ist bestimmt jemand oder etwas oder
meinetwegen auch eine Engelgestalt, wie auch immer, ist eine Anwesenheit im Raum oder im näheren Umfeld, die denjenigen auf irgendeine Weise begleitet. Dass der Sterbende das selber wahrnimmt, das kann ich gar nicht unbedingt sagen, aber ich nehme das wahr. Ich gehe in die Tür, ich gehe rein und weiß, aha, wir sind nicht alleine. Das muss auch kein, kann auch mal eine Engelgestalt sein oder ein Erzengel oder was auch immer. Und dass ein Sterbender das direkt wahrnimmt, da gibt es wahrscheinlich auch eine Dunkelziffer, das ist auch recht auf vielleicht 50%. Das ist aber sehr vage ausgedrückt, weil diejenigen sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Mit Ärzten nicht, mit Schwestern nicht, mit Angehörigen schon gar nicht. Und machen das so für sich selber ab. Und wenn Sie mehr Offenheit diesem Thema gegenüber zeigen, erleben Sie dann auch mehr Offenheit von Seiten der Patienten? Ja, auf jeden Fall. Das ist wie so eine Befreiung fast für viele. Die sind dann sehr erleichtert und endlich mal jemand, mit dem ich das kommunizieren kann und oder vielleicht sogar endlich mal jemand, die das auch wahrnimmt oder die nicht denkt, ich spinne oder die nicht sagt, guck mal auf den Beipackzettel, das ist bestimmt, nein, ist es nicht. Ne? So. Es gibt natürlich auch die Halluzinationen, die will ich nicht total verschwinden lassen, die gibt es natürlich, aber die unterscheiden sich von den Visionen dadurch, dass sie beängstigend sind und den Sterbeprozess alles andere als friedvoller machen, sondern das sind dann irgendwelche wilden Monster oder was sage ich jetzt mal so. Das ist alles andere als gut. Professor Senkowski war ja viele Jahrzehnte lang als Jenseitsforscher tätig. Wie hat sich denn Ihr Kontakt zu ihm entwickelt? Und es gibt ihn ja, glaube ich, bis heute. Ja, das kann man so sagen, weil er eben nicht weg ist nach seinem physischen Tod, sondern er ist immer noch anwesend. Wie kam das? Ich habe 2005 mit meiner ehrenamtlichen Hospizarbeit begonnen und habe dann Gedichte geschrieben, weil ich das irgendwie verarbeiten musste. Was am Anfang war das nicht so leicht. Habe dann aus diesen Gedichten, als es dann 100 waren, habe ich ein Buch gemacht und habe das dann auch verlegen lassen und suchte für dieses Buch einen Nachwortschreiber und habe im konventionellen Bereich gesucht, bei Hospizverbänden und so weiter und kriegte dann nur die Antwort, nie, also sowas machen wir nicht. Und da habe ich irgendwann gedacht, so, und jetzt suchst du dir einen ganz Verrückten, in Anführungszeichen. Ja, also einen, der ein bisschen von dieser gesellschaftlichen Norm abweicht. Und da fand ich ihn und fand den Film Revolution 2012, der war gerade herausgekommen und fand da einen Trailer, den schaute ich mir an und war von seinen Aussagen völlig hin und weg und dachte so, und der schreibt da ein Nachwort. Wie bringst du ihm das jetzt bei? Ich frage ihn gar nicht, ich sage ihm so und bitte und nein. Ich habe ihn dann angerufen und so ist das dann geschehen, hat mir dann in derselben Nacht noch, nachts um 2:30 klingelte das Telefon, ich habe Ihr Nachwort fertig, gucken Sie doch mal. So war das, ja. Was hat Sie an seinen Arbeiten besonders angesprochen? Ja, er ist ja Experimentalphysiker gewesen und hat auch die Jenseitskontakte erforscht mit technischen Mitteln. Das kann man vielleicht später noch erläutern. Und er sagte sofort, das ist ein anderes Bewusstsein, das ist eine andere Realität und immer wieder nicht dogmatisch. Ein Wissenschaftler, der nicht dogmatisch ist, den findet man nicht so oft, jedenfalls hierzulande. Und er sagte dann, ich habe damals 35 Jahre geforscht und habe immer noch keine wirklichen Beweise. Er wurde nämlich gefragt, können Sie das beweisen? Und er sagte eindeutig nein. Aber es gibt genug Indizien, die den Schluss zulassen, dass es nach dem irdischen Leben weitergeht. So. Und wenn, dann haben wir Indizienbeweise und wir haben subjektive Beweise oder eine subjektive Wahrheit, die jeder ja für sich selber finden muss. Aber einen wissenschaftlichen Beweis schon gar nicht, zumal auch die Parapsychologie oder die Paranormologie, so hat das mal Hans Bender genannt, die ist auch immer noch nicht integriert als wirklich ernstzunehmende Wissenschaft. Daran liegt es auch, dass wir keine Beweise haben können, weil das einfach nicht anerkannt wird. Das ist sehr schwierig. Auf Ihrer Homepage liest man sehr oft den Begriff der Transkommunikation, wenn es um Kontakte zur jenseitigen Welt geht. Welche Möglichkeiten einer Kontaktaufnahme gibt es denn aus Ihrer Sicht? Ja, die einfachste Möglichkeit, denke ich, ist einfach, dass man an den Verstorbenen einfach denkt. Also man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Handy oder ein Smartphone, wie auch immer,
mit dem man eine Nachricht schreibt und am anderen Ende der Welt sitzt jemand, der die bekommt und 2 Minuten später spätestens ist die da. Das hat Robert Sheldrake mal festgestellt, hat das mal verglichen, dass das Gehirn nicht hinter der Gehirnrinde zu Ende ist und das Bewusstsein da sich schon gar nicht befindet, sondern dass es ausstrahlt. Und so könnte man das machen. Gedanken kommen auf jeden Fall an und könnte man wieder sagen, ja, die da drüben haben ja gar kein Gehirn. Das wissen wir aber auch alles nicht. Also über Gedanken und dann über die mediale Ebene, also sich darauf sehr konzentrieren, vielleicht noch das Umfeld ein bisschen herrichten, manche mögen Kerzen oder Musik anmachen und sich einfach darauf einstellen. Oder auch über instrumentelle Möglichkeiten. Ernst Lenkowski nannte das instrumentelle Transkommunikation, das ist fast ein Zungenbrecher. Instrumentell bedeutet ja tatsächlich Radio, Tonband und so etwas. Trans ist im Grunde der Gegensatz zu cis, trans als Jenseits, Cis ist das Diesseits und Kommunikation kennen wir, also die Kommunikation mit dem Jenseits mit technischen Mitteln. Die Möglichkeit, Stimmen Verstorbener über Tonbandaufnahmen zu hören, klingt zunächst einmal ja ziemlich schräg. Welche Voraussetzungen sind dafür aus Ihrer Sicht nötig, damit so etwas klappt? Ja, im Idealfall glaubt man nicht nur dran, sondern man ist überzeugt, dass das Ganze funktioniert. Ich setze mich nicht hin und sage, ach, ich probiere mal und mal gucken, vielleicht kommt da was. Und wenn nicht, dann eben nicht, sondern ich bin davon überzeugt und das wird auch was. Und von großem Vorteil ist, wenn man, wie man so schon sagt, ein bisschen medial veranlagt ist. Wenn man sowieso schon Dinge sieht und hört, die da ja eigentlich nicht sind, von denen dann andere denken, was siehst du denn da, ich sehe das nicht. Das sind Voraussetzungen und man denkt immer, man müsste da ein riesengroßes technisches Ambiente aufbauen mit Riesenapparaten. Man braucht eigentlich nur ein Kofferradio mit einem Kurzwellensender, also mit einer Möglichkeit, Kurzwelle einzustellen, möglichst ein fremdsprachiger Sender, damit man die Stimmen, wenn denn welche dann drauf sind, nicht verwechselt mit dem Radiosprecher, in diesem Falle Deutsch, also einen russischen oder einen spanischen, was auch immer. Und dann werden die Jenseitigen gerufen, man begrüßt sie tatsächlich und spricht dann, man bittet um eine Meldung oder stellt auch spezielle Fragen an die Großmutter oder an wen man auch immer fragt. Dann wird das Ganze aufgezeichnet, dieses Sendergemisch, dieses Fremdsprachige. Und in dem Moment hört man meistens noch nichts. Und wenn man das dann abhört, dann hat man, wenn man Glück hat oder wenn es denn funktioniert hat, wenn das Jenseits es gut mit einem meint oder auch da drüben, die sagen, ja, also denen schicken wir jetzt mal eine Meldung, dann hat man da tatsächlich auch ein paar Worte drauf. Und wenn es noch besser läuft, dann haben diese Worte auch noch einen Bezug zu dem, der davor sitzt. Einen eindeutigen Bezug, die Information, die kein anderer wissen kann. Wo man sagt, das kann kein anderer wissen, es lässt keinen anderen Schluss zu, als dass das eine Meldung von demjenigen von drüben ist. Das Stimmenphänomen hängt also sehr stark auch, wenn man so will, vom Experimentator ab und ist jedenfalls auch nicht beliebig reproduzierbar. Ja, es hängt sehr stark von dem ab. Die Medialität vor allem spielt eine große Rolle. Es ist auch nicht so, dass das so ein kleines Hobby ist, sondern man kann das auch recherchieren. Es hat in der Vergangenheit, sagen wir mal, von Anfang der 80er bis Mitte der 90er Jahre auch weltweit in vielen Ländern Kongresse gegeben zu diesem Thema. Und Italien war da sehr stark drin involviert, Amerika, da hat es ganz spektakuläre Fälle gegeben und auch in Deutschland. Und es gibt nicht nur diese Tonbandstimmen, es gab auch, das ist noch abgefahrener, würde jemand sagen, auch Telefonstimmen. Dass das Telefon klingelt, man nimmt ab und es ist eigentlich keiner dran und man hat den Eindruck, das ist einer aus dem Jenseits. Jetzt würden viele sagen, oh nee, also das nicht auch noch. Ja, man hat es untersucht und es lässt keinen anderen Schluss zu, anhand der Information, die man dort am Telefon hört, dass das offensichtlich, wie auch immer das funktioniert, von drüben kommt. Hatten Sie, seit Sie sich mit der instrumentellen Transkommunikation beschäftigen, irgendwann mal ein Erlebnis, das Sie persönlich ganz besonders berührt hat? Ja, eine eigene Einspielung. Ich habe ja mit Ernst Lenkowski sehr viele Einspielungen vorgenommen. Wir haben gemeinsam gearbeitet zwischen 2010 und 2015. Da kann man einiges machen und untersuchen. Und ich kann mich sehr gut entsinnen an die erste Einspielung, die er mit mir zusammen gemacht hat. Da haben wir meinen verstorbenen Vater gerufen und haben um Meldung gebeten. Und
Ernst Senkowski gegenüber habe ich immer nur gesagt, ja, mein Vater. Er kannte weder den Namen noch sonst irgendwelche Details. Und dann hörten wir das ab und Ernst Senkowski sagte, ich höre da sowas wie Dice oder Eis oder Thais. Kannst du damit irgendwas anfangen? Habe ich gesagt, ja. Mein Vater hieß Thais mit Nachnamen und ich auch. Mein Mädchenname ist Thais. Und da war noch mehr drauf. Er sagte, ich höre da einen ganzen Satz. Man muss dafür auch das Gehör erstmal entwickeln. Das hört man nicht so gern. Man muss sich da reinhören. Und er hat mich dann gefragt, was hörst du? Und ich hörte immer noch da. Thais immer noch da. Und er hörte dann, der Thais ist immer noch da. Das Gehör ist auch unterschiedlich. Da können 10 Leute davor sitzen. Jeder hört so ein bisschen was anderes. Aber vom Inhalt her war das so. Und das hat mich in dem Moment schon sehr, nicht umgehauen, aber sehr beeindruckt, dass ich sagte, woher kommt dieser Satz? Und für mich war dann die Interpretation, um die es eigentlich dann immer geht, man kann nichts anderes tun, als das Interpretieren für sich, ob es passt oder nicht. Ich habe gedacht, okay, der Thais ist immer noch da, offensichtlich ist mein Vater da immer noch, wo er denn jetzt ist. Dann habe ich einem Familienmitglied von dieser Geschichte erzählt und die wurde kreideweiß und sagte, Mensch, also mein Vater war Oberstudienrat auf einem Gymnasium, hat Musik unterrichtet und hat immer so schwere Packtaschen gehabt mit Tonbändern, was man so hatte. Und die Schüler haben immer gesagt, wenn er nicht zur Rande kam, dann nach der Stunde, der Thais ist immer noch da. So, das haben wir noch weiter recherchiert. Wir haben Schüler ausfindig gemacht, die sich an diesen Satz erinnert haben, ohne zu sagen, worum es geht. Wir haben einfach nur gefragt, was hat denn, hat er irgendwas gesagt, bevor er den Raum verlassen hat? Wie hat er sich denn verhalten? Wir haben keinen Hinweis gegeben. Und dann kam das. Und ich sag mal, da war ich eine Woche krank. Ja, da kam ich nach Hause, ich war aber in Mainz bei Ernst Senkowski nach dieser Einspielung und habe gesagt, so, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du machst weiter oder du brichst das ab und machst das nie wieder. Mhm. Hat mich schon sehr beeindruckt. Mhm. Ich saß dann, ich habe gedacht, okay, und das ist der Tisch und das ist das Fenster und ich war gar nicht irdisch. Ich war noch nicht wieder angekommen. Und das ist auch, das kann man in dem Zusammenhang vielleicht erwähnen, es ist auch nicht gefährlich, aber man sollte sich das schon überlegen und nicht leichtfertig machen. Da können auch Informationen kommen, mit denen man überhaupt nicht rechnet und man muss damit später leben, mit diesen Aussagen, wenn denn welche kommen. Mhm. Ja. Sie waren ja auch selbst dabei, als Professor Senkowski starb. Wie war das für Sie? Der Schritt ins Jenseits eines großen Jenseitsforschers, wie hat sich das abgespielt? Ja, das hat sich natürlich die gesamte Familie gefragt. Wie stirbt jemand, der sich fast 40 Jahre selbst damit beschäftigt hat? Und er hat das selber mal in einem Interview gesagt. Er hat dann sowas gesagt wie, ja, da steht dann die Familie um mein Sterbebett, wenn es denn sowas gibt. Und dann sage ich denen einfach nur, macht euch keinen Kopf, es geht auf der anderen Seite weiter, wir sehen uns wieder, Punkt. So, das hat er sich gedacht. Aber so war es dann doch nicht. Also er war gestürzt. Im März war er gestürzt und hat sich von diesem Sturz nicht wirklich wieder erholt. Das passiert leider Gottes bei vielen sehr alten Menschen. Er war im 92. Lebensjahr, oder nein, im 93. Und hat dann wirklich beschlossen, ich mache mich auf den Weg. Er hat es sogar ausgesprochen, hat gesagt, ich habe das Gefühl, ich breche durch. Ja, das ist interessant, da fällt mir Rüdiger Dahlke ein mit Krankheit als Weg und Symptome und so weiter. Ich breche durch, er hatte Schwierigkeiten mit seinem Rückgrat, mit dem Kreuz, er war auf die Hüfte gefallen. Ich breche durch, einerseits er konnte kaum gehen, physisch, und ich breche durch ins Jenseits. Das war, also besser hätte man es nicht sagen können. Und dann hat es noch so etwa so 3 Wochen gedauert, dass er lag und Verabschiedung von der Familie und so weiter und hat mir genaueste Instruktionen gegeben, wie ich ihn denn über Tonbandstimmen anrufen soll, wenn er denn mal gegangen ist, in welchem Raum, nach wie vielen Stunden, mit welchem, alles mitgeschrieben. Und das habe ich dann auch gemacht und da kam auch was. Wie ist er nun gestorben? Er hatte Atemaussetzer, wie das viele haben, und das ist eigentlich so ein Indiz, dass es so lange nicht mehr dauern kann, dass es wirklich abzusehen ist. Und was macht er? Er überspringt das mal eben und atmet ganz normal weiter. Da hat die Familie auch gesagt, das ist typisch der Papa oder wer auch immer. Und dann hat er die Augen wieder geöffnet, die waren geschlossen sehr lange, wieder geöffnet und die blieben geöffnet. Und er schaute in den Himmel so wie
ein kleines Kind im Kinderwagen, wo die Mutter dann fragt, was siehst du da? Ein Engel? So hat er geschaut. Und ich bin überzeugt, er hat auch Visionen gehabt, konnte das aber nicht mehr ausdrücken und ist dann mit offenen Augen gegangen. Und die waren auch nicht, ja, so drückte er sich aus, die waren nicht zuzukriegen, da war nicht zu machen, dass, wie man das so aus Krimis kennt, dass die dann so werden zugedrückt und so ist es nicht ganz, aber wurde natürlich auch, ging immer wieder auf, ja. Er ist sicher kein Einzelfall, aber es war schon was ganz Besonderes und er hat sich sehr darauf vorbereitet, ja. Sie befassen sich unter anderem ja auch mit Spukphänomenen. Gibt es Ereignisse, wo Sie aus Ihrer Sicht sagen, also das ist ganz sicher mit einem materialistischen Weltbild nicht erklärbar? Ja, da ist ein eigenes Beispiel in unserem Haus, in dem wir hier als Familie wohnen. Aber Spukfälle gibt es auch bei uns auf der Homepage zu lesen. Da hat Ernst Senkowski die bekanntesten in Deutschland aus den letzten 40, 50 Jahren zusammengetragen. Rosenheim, Oberbiber, wie sie alle heißen, kann jeder lesen. Und hier im Haus war das so, dass oben unterm Dach, also im zweiten Stock, dass meine Tochter sagte, die war noch recht klein, die sagte, Mama, ich habe das Gefühl, hier ist jemand auf dem Sofa. Also auch wieder nicht irdisch, sondern da ist irgendjemand. Und weil ich damals auch schon, das war 2009, auch schon so diese Fähigkeiten, die hat man ja in sich, aber jetzt sind sie noch etwas ausgeprägter, die waren auch schon da, habe ich mich da nachts hingelegt und habe ihr dann gesagt, du, da sind sogar zwei. Nicht nur einer, sind zwei. Und es war hier ganz, ganz fürchterlich. Von dem Moment an, im Rückblick ist es so, die haben gewusst, aha, jetzt sind wir wahrgenommen worden und jetzt machen wir mal ein bisschen Radau, dass es irgendwie weitergeht. Und ich habe Albträume gehabt, ganz fürchterlich. Über 8 Monate ging das und ich wusste wirklich nicht, was ich mit denen machen soll, bis ich wieder gedacht habe, wie war denn das als Kind? Du fragst sie einfach mal, wie mit der Mutter, ne? Was wollt ihr denn eigentlich? Und dann kam, wir wollen ins Licht. Ja, und die Geschichte ist jetzt viel zu lang zu erzählen. Da ist auch noch der alte Güterbahnhof mit im Spiel, wo ich die Vision hatte, dass ein KZ-Transport dort lang fährt und viele umkommen, aber auch viele geflüchtet sind. Und das Erstaunliche ist, dass ich im Nachhinein tatsächlich mal gegoogelt habe, es gibt tatsächlich einen KZ-Transport, wo zwei geflüchtet sind, die in der Lüneburger Innenstadt untergekommen sind. Und ich sage nicht, das waren die jetzt, aber es gibt genug Indizien und Hinweise, dass die beiden das gewesen sind. Die habe ich dann, also ich bin zum Güterbahnhof gefahren und habe ins Licht geschickt, wie man das jetzt im Einzelnen macht. Da gibt es verschiedene Methoden. Und da hatte ich auch wieder die Vision, es waren nicht nur die beiden, das müssen Hunderte gewesen sein. Ich habe die alle dahin schweben sehen, habe gedacht, so. Und am nächsten Tag hörten die Phänomene, die bis dato hier im Haus wirklich gang und gäbe waren, dass es an der Tür klingelt, keiner war da, dass die Glühbirnen durchbrannten. Das war schachartig vorbei. Und ich hatte zu der Zeit auch die irdischen Möglichkeiten, dass die Glühbirne sowieso kaputt ist oder die Lampe kaputt, hatte ich alles untersuchen lassen von einem Elektriker. Auch die Klingel haben wir eingeschickt, haben eine neue gekauft, wieder das Gleiche. Da kann man auch sagen, das hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Das war schon spannend. Und in diesem Zeitraum, in diesen 8 Monaten, hatte ich auch manchmal Angst. Ich hatte Angst einzuschlafen, weil ich dachte so, jetzt geht das wieder los. Und ich bin manchmal nachts aufgewacht und sah alle 4 Wände auf mich zukommen. Das war wirklich Panik. Bin dann aufgesprungen und einmal habe ich mich draußen auf der Straße wiedergefunden nachts, hat ein Auto gehupt und solche Dinge sind da passiert. Aber im Nachhinein möchte ich nicht eine Minute missen, keine Sekunde. Es hat mich auch sehr weitergebracht im Verständnis mit diesen Dingen. Die sind in dem Moment zwar gruselig, aber offensichtlich haben diese übrig gebliebenen Seelen, die so zwischen Diesseits und Jenseits hängen und irgendwie vielleicht noch nicht mal wissen, dass sie gestorben sind, sowas gibt es auch, die wollen einfach nur Aufmerksamkeit und die brauchen einfach Hilfe. Und weil sie das nicht anders bekommen als durch Geräusche und durch... Die Methoden sind da ja nun wohl anders als hier, machen die das so und wir haben Angst davor. Wenn wir also aufgrund all dieser Phänomene davon ausgehen, dass der Mensch nach seinem Tod in einer jenseitigen Welt weiterlebt, wie sieht dieses Jenseits aus?
Ja, das ist schwierig, das kurz zu beantworten. Die kurze Antwort wäre, ja, es geht weiter und ja, es gibt verschiedene Ebenen. Aber wie die jetzt aussehen, ich glaube nicht, dass es nur eine Ebene gibt, auf der man, in der man weiter existiert. Man hat auch über die instrumentelle Transkommunikation hat man auch genug Aussagen von drüben. Allein Ernst Jankowski hatte 25.000 Stimmen im Laufe der 40 Jahre gesammelt. Und bei vielen davon ist die Aussage, da sind Wörter drin wie Paradies oder Bewusstsein, Ebene. Wir können denken, wir können sprechen. Auch ohne Körper, wie auch immer. Und vielleicht ist es sogar so, dass je nachdem, in welcher Inkarnation man sich befindet, dass es drüben auf der anderen Seite entsprechend dieser Stufe weitergeht. Wenn jemand vielleicht, ich nenne einfach eine Zahl, das ist jetzt nicht so realistisch, aber wenn jemand jetzt, sagen wir mal, 100 Mal inkarniert ist, dann kommt er, das ist ein bisschen ausgedacht, dann kommt er vermutlich da drüben auf einer anderen Stufe an und macht da weiter, als wenn jemand vielleicht schon 20.000 Mal inkarniert. Also so stelle ich mir das vor, wie so eine Art Schule, nur nicht so wie hier. Sie haben jetzt die Reinkarnation erwähnt, mit der sich ja auch Professor Haraldsson intensiv beschäftigt hat. Ist dieser Gedanke, dass wir mehrmals auf der Erde leben, für Sie eine Selbstverständlichkeit? Ja, ich gehe davon aus, dass es weitergeht. Wenn natürlich in der Hospizbegleitung, wenn mich dort einer fragt, dann würde ich dem das jetzt nicht als Mission überstülpen und sagen, also wissen Sie was, brauchen Sie keine Angst zu haben, es geht weiter. Nein, jeder hat natürlich sein Recht auf seinen eigenen Glauben und so weiter. Da muss man da sehr vorsichtig sein, dass man die anderen nicht missioniert. Aber ich würde für mich sagen, dass es weitergeht, zumal ich mich auch an einen Past Life. Ich kann mich auch an ein vorheriges Leben erinnern und habe auch mal eine Rückführung gemacht. Habe da zum Beispiel festgestellt, dass mein Mann und ich, also nicht in dieser Konstellation, wir kennen uns offensichtlich schon aus der Zeit vor Christi. Dass man denkt, oh mein Gott, so lange geht das schon. Ja, und offensichtlich ackern wir hier immer noch an den Problemen rum, die nicht erlöst sind. Sonst wäre man nicht so lange miteinander. Irgendwas ist da noch zu leben und abzuarbeiten. Und der Erlendur Haraldsson hat viele Fälle untersucht vor vielen Jahren, hauptsächlich in Sri Lanka und in Libanon. Kinder ausfindig gemacht, die sich an frühere Leben erinnern. Gerade Kinder haben eine gute Erinnerung daran und hat das auch wissenschaftlich natürlich aufgearbeitet und später dann ein Buch geschrieben. Und das ist auch sehr aussagekräftig. Und man kann da auch, genau wie bei den Sterbebettvisionen, nicht alles abtun und sagen, das ist Zufall und das passt nun gerade und das hat man sich so schön zurechtgelegt. Das sind Erinnerungen, die beschrieben werden, die können diese Kinder, die können sie nicht wissen. Das lässt wieder nur diesen Rückschluss zu, offensichtlich waren die hier schon mal. Und im Laufe des Lebens wird das oft, gerät diese Erinnerung dieser Kinder gerät oft in Vergessenheit. Das ist auch erstaunlich. Später wissen die das gar nicht mehr. Warum das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber als Kind, wahrscheinlich, wenn man noch sehr dicht dran ist am vorherigen Leben, ne? So, oder an der Geburt. Der Themenkreis Sterben und Tod ist in letzter Zeit ja vor allem durch die vielen Nahtoderlebnisse populär geworden. Und wenn man die Schilderungen von Nahtoderfahrenen hört, dann hört man von dem Eingehen der Persönlichkeit in ein größeres Bewusstsein, von einem überwältigenden Licht- und Liebeserlebnis, das dann auch als die jenseitige Heimat erfahren wird. Und demgegenüber stehen die Schilderungen von medial begabten Menschen, die davon ausgehen, dass es mehrere jenseitige Ebenen vom Paradies bis zur Hölle gibt und die auch davon ausgehen, dass Verstorbene als eigene Persönlichkeiten in einer dieser Ebenen nach dem Tod weiterleben. Das ist doch eine gewisse Kluft zwischen den Schilderungen von medial begabten Menschen und Nahtoderfahrenen. Gibt es aus Ihrer Sicht eine Möglichkeit, diese Kluft zu überwinden?
Ja, ich denke schon, wenn man eine Weile drüber nachsinnt und nichts ausschließt, wenn man wirklich sagt, nee, also das kann ja gar nicht in Frage, wenn man die irdische Logik nicht anwendet, wenn man unser lineares System nicht anwendet und die Kausalität auch mal abschaltet, indem man sagt, da ist keine Ursache und keine Begründung und keine Wirkung, sondern es ist einfach mal Wechselwirkung und es existiert alles jetzt und es gibt keine Vergangenheit. Wenn man das alles mal so ganzheitlich, universell oder Haraldsson schon sagt, multiversell, finde ich noch schöner, Multiversum, ja. Wenn man das mal so betrachtet, dann könnte man sagen, bei den Nahtoderfahrenen ist es ja so, die kommen bis zu einer bestimmten Grenze, da kommt oft dieses Licht, auch nicht immer, aber wird ja oft beschrieben, und die kommen wieder zurück. Und da könnte man jetzt vermuten, dass die, dadurch, dass sie ja nicht komplett sterben, gar nicht an diese anderen Ebenen herankommen. Also diese anderen Ebenen werden da sein, die sind alle vorhanden. Das hat zum Beispiel der theoretische Physiker Burkhard Heim, der hat 12 Dimensionen mathematisch ausgerechnet und da könnte man jetzt anknüpfen. Also diese Ebenen, wenn es denn 12 sind oder wie viel auch immer, die gibt es, aber die mit dem Nahtoderlebnis, die kommen gar nicht bis dorthin. Die erleben nur den Anfang und werden ja dann sozusagen zurückgeschickt. Sie haben noch eine Aufgabe, es ist doch noch nicht so weit und sie werden wieder zurückgeschickt. Und vielleicht wäre das auch eine Überforderung, wenn man da gleich mit allem, was einen da erwartet, überfallen wird. Ich weiß nicht, ob die dann so friedvoll und keine Angst mehr vor dem Tod, ob die so zurückkommen. Dann würden die sagen, oh Gott, was da ist, das ist ja furchtbar. So viele Ebenen, da will ich überhaupt nicht hin. Und der Sinn dieser Nahtoderfahrung scheint zu sein, die Angst vor dem physischen Tod zu verlieren oder die zu mindern. Und das auch an die Menschen weiterzutragen, die keine Nahtoderfahrung hatten. Ich hatte nun auch so eine Nahtoderfahrung. Ich hatte mal einen Motorradunfall und wie man das auch in der Literatur sieht, dass man sich da von oben sieht und so etwas war auch und auch mit Licht und so weiter. Und du hast hier noch eine Aufgabe, genau. Also ich kann das auch bestätigen. Da waren keine anderen Ebenen. Da waren ein paar im Hintergrund Verstorbene, die ich mehr oder weniger erkannt habe oder erahnt habe, wer das denn wohl vielleicht war oder auch erspürt habe. Andere Ebenen waren da nicht, aber ich denke mal, so könnte, das ist auch eine Theorie. Ich sage nicht, so ist es, aber so das ist eine Möglichkeit der Erklärung. Aber unsere Worte reichen dafür auch nicht. Es gibt kaum einen, der diese Nahtoderfahrung mit Worten, der in der Lage ist, diese Nahtoderfahrung mit Worten zu beschreiben. Das ist nicht möglich, das funktioniert nicht, das kann man offensichtlich nicht. Und so ist das mit diesen Ebenen auch. Wir packen das immer in Ebenen und sagen dann Bewusstsein und sagen dann Stufen oder was auch, oder Dimensionen oder was auch immer. Das trifft es alles nicht. Ich möchte jetzt noch einmal auf das eingangs zitierte Gedicht zurückkommen. Im Jenseits sind demnach Wahrnehmungen ohne körperliche Sinnesorgane möglich, ein Bewusstsein ohne körperliches Gehirn. Wenn man sich das zu Ende denkt, zu welchem Menschenbild führt das? Wenn das geistige Bewusstsein an sich, wie auch immer, über Ein- und Ausdrucksmöglichkeiten verfügt, ist dann alles das, was sich körperlich entwickelt, eigentlich nur eine Konsequenz aus ohnehin vorhandenen geistigen Bedürfnissen? Wie ist Ihr Menschenbild? Ja, das war schon fast die Antwort. Ja, ich würde sagen, das trifft es genau. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die sich mit diesen ganzheitlichen Dingen beschäftigen, dann kommt man immer aufs Bewusstsein, auf das Wort, was auch immer das ist, was niemand weiß. Aber wir haben eben keine Worte dafür, mit denen wir uns ausdrücken können, um Dinge zu beschreiben, die nicht irdisch sind. Das kann auch nicht funktionieren und daran scheitert es ja meistens. Es gibt da ein sehr schönes Zitat, was Ernst Jankowski oft genannt hat auf Vorträgen oder auch auf schriftlichen Ausarbeitungen. Daran heißt es: Alles, was ist, ist im Bewusstsein. Ohne Bewusstsein ist alles nichts. Das stammt von Brenda Dunn, Psychologin aus Princeton. Kann man auch googeln. Ganz interessante Forschung, die gemacht hat mit jemand anderem zusammen. Das drückt es eigentlich schon aus. Wir wissen nicht, was es ist und trotzdem ist alles drin. Und wenn etwas überlebt, dann ist es ja die Seele, das Bewusstsein. Stephen Levine hat das genannt Gewahrsein. Das war ein Meditationslehrer und Mitarbeiter von Kübler-Ross. Wir können es nennen, wie wir wollen, aber
Das kann es hier nicht gewesen sein. Das, so ein kurzes Leben, wenn man sich die Evolution anschaut und dann 80 Jahre nur gelebt oder kürzer oder einen Tick länger, nein. Ist also das Bewusstsein weitergedacht das Primäre und nicht die Materie, aus der sich irgendwann in der Evolution mal Bewusstsein entwickelt? Ich würde sagen, das Bewusstsein ist eigentlich das, was relevant ist. Und das Materielle ist ja unser Theater, in dem wir eine Rolle spielen. Und was wir benutzen und was wir verwenden, wenn man es ganz streng nimmt, gibt es auch keine Materie. Aber das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Das hier ist unser Platz, in den wir inkarnieren und unsere Erfahrung machen sollen. Und dann kehren wir zurück, manche sagen auch nach Hause und in unser eigentliches Zuhause. Und man kann es sich einfach nicht vorstellen, ohne Körper zu existieren. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man entweder so etwas schon mal geträumt hat oder eine außerkörperliche Erfahrung gemacht hat. Der Körper wird vergehen, aber alles, was im Körper ist, wenn es denn überhaupt drin ist, das noch nicht mal das wissen wir genau, was uns umgibt, unser ganzes Wesen, das wird sicher überleben. Das ist nicht tot zu kriegen. Und das gibt einem eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass man, wenn man so ganzheitlich denkt, dass man dann wirklich sagen kann, eigentlich kann mir gar nichts passieren. Natürlich kann ich einen Unfall haben, bin querschnittsgelähmt oder habe andere Schicksalsschläge im Leben, schwere Krankheiten. Natürlich kann mir was passieren. Aber auf der Bewusstseinsebene, nein, da ist alles in Ordnung. So wie es läuft, ist es gedacht. Und das Multiversum wird schon wissen, was es mit uns vorhat. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Wohin entwickelt sich unser Weltbild? Gibt es so etwas wie einen Aufbruch ins Spirituelle? Oder haben Sie den Eindruck, dass das materialistische Weltbild endgültig die Oberhand gewonnen hat? Ich selbst habe zum Beispiel ja den Eindruck, dass das ganze Thema der paranormalen Phänomene vor 50 Jahren weitaus präsenter war, als es heute ist. Ja, es ist recht auffällig, dass ungefähr so seit 10, 15 Jahren immer mehr Kinder geboren werden weltweit, die mit einem Wissen auf die Welt kommen, was nicht unbedingt irdisch ist. Sie wissen, wo sie herkommen, sie wissen, wo sie hingehen, sie können sich an frühere Leben erinnern und die behalten das auch und erlernen oder gehen auch in Berufe als Berufung und nicht, weil sie damit Geld verdienen müssen und ihre Miete bezahlen müssen oder ihr Haus abbezahlen, sondern die leben ihre Berufung. Und das ist Authentizität. Und warum die paranormalen Phänomene eine Zeit lang populärer oder bekannter waren, vermutlich hat man sie da erst entdeckt oder hat versucht, sie endlich ernst zu nehmen. Es gab ja mal eine Welle der Parapsychologie zu der Zeit von Professor Hans Bender in Freiburg, der das sehr ernsthaft auch an die Öffentlichkeit getragen hat. Und nachdem der verstorben war, da kam erstmal lange nichts mehr. Und jetzt füllt sich diese Parapsychologie mit Inhalt und möchte auch ernst genommen werden. Und ich glaube, die jenseitige Welt, die wird schon dafür sorgen, dass das auch gelingt. Vor einigen Jahren war man ja der Meinung, dass sich das Bewusstsein im Gehirn befindet. Davon ist man jetzt, man ist dabei, davon so ein bisschen abzugehen. Ein Kardiologe, der sich natürlich auch mit Nahtodforschung befasst, Pim van Lommel, sagt, ein endloses Bewusstsein, nennt das endloses Bewusstsein oder nicht lokales Bewusstsein. Und ich denke mal, da geht die Forschung auch hin. Es gibt immer mehr Menschen zum Beispiel, die gehirngeschädigt sind oder dement sind und die aus irgendwelchen Gründen in der letzten Lebensphase ganz zum Schluss plötzlich wieder ganz klar sind. Und man braucht eigentlich nur mal eine Zeit lang mit Sterbenden zu arbeiten. Von denen können wir lernen. Die sagen einem auch, ich verlasse nur meine Hülle, ich lasse meine Hülle hier oder ich lege meinen alten Mantel ab oder ich verpuppe mich jetzt und was überlebt ist der Schmetterling in mir. Das sind ja auch Worte von Kübler-Ross, die dort gesagt werden. Aber das ist ein Prozess und global würde ich sagen, dass, wenn man sich die Evolution mal anguckt, die Entwicklung, es muss erst ein Chaos produziert werden, um dann wieder in eine Ordnung zu kommen.
Und da sind wir noch nicht. Es muss, um das ganz derbe zu sagen, es muss noch schlimmer kommen, bevor viele aufwachen und sagen, hey, Moment. Aber in diesem Prozess sind wir jetzt, dass es sogenannte Erwachte gibt und welche, die noch da noch nicht so sind und sagen, nee, also das ist alles Blödsinn. Und in dieser Zwischenwelt, im irdischen Bereich, da befinden wir uns jetzt. Und deswegen macht es das so schwierig. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch weltweit in jedem Bereich haben wir Konfrontationen, haben wir zwischenmenschliche Zerwürfnisse und auch Kriege und so weiter, die darauf hinweisen, dass diese Ordnung im Grunde noch gar nicht dran ist, weil das Chaos noch nicht groß genug ist. Gibt es ein aktuelles Projekt, an dem Sie arbeiten? Ein Projekt wäre Beispiele aus meiner jetzt 15-jährigen Hospizarbeit zusammenzuschreiben, mit dem Wunsch, dass die Menschen sich an den Gedanken gewöhnen könnten, dass das, was wir hier erleben, dass das nicht alles ist und dass Sterbende in ihrem Prozess einfach mal ernst genommen werden. Man soll niemanden missionieren, aber wenn ich einen Teil dazu beitragen kann, zu sagen, hey, und das Leben geht weiter und ihr braucht keine Angst vor dem Tod zu haben, dann ist das schon sehr viel. Und wenn jeder Mensch in seinem Bereich ein bisschen tun würde, ich glaube, dann ginge es der Welt auch besser oder den Menschen. Frau Dröge, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit, für Ihre Projekte. Herzlichen Dank dafür, dass Sie uns Einblicke in Ihre vielfältigen Forschungen gewährt haben. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke auch, ja.